Frühstück gibt's in Rosedale nur an der Tankstelle. Tische und Stühle gibt's leider nicht, also suche ich mir eben selbst ein hübsches, ruhiges und bequemes Plätzchen. Das ist das mit Abstand liebloseste Frühstück, das ich jemals gekriegt habe. Dafür ist aber auch mit Abstand das billigste. Die ersten Radlkilometer sind traumhaft. Sonne und Rückenwind werden Autos und Trucks noch schlafen. Als Kontrastprogramm beschert mir das Schicksal etwa 30 Kilometer vor dem Tagesziel postwendend zwei platte Reifen. Gleichzeitig. Weil sich das Ventil des Anhängerreifens der Luftpumpe verweigert, kann ich den geflickten Reifen nicht aufpumpen. Während ich ruhig, gelassen und grübelnd am Straßenrand stehe, hält ein Pickup an. Und nun chauffieren mich diese beiden Damen zum Radladen in Greenville. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich schreckliche Angst vor Schlangen habe? Für diese Aufnahme hat der Kameramann all seine Willenskraft benötigt und selbst der optische Bildstabilisator kann ein gewisses Zittern nicht verleugnen. Auf die Schlange folgt wieder eine der besonders schönen Passagen. Der Mississippi River Trail verläuft für rund 20 Kilometer auf der Deichkrone und ist asphaltiert. Was man diesen Bildern nicht ansieht, ist mein höllischer Durst, der auf einer Skala von 0 bis 10 bereits bei 9 angelangt ist. Als ich mich heute Morgen im festen Glauben an viele Tankstellen mit nur 3 Litern Wasser auf den Weg gemacht habe, wusste ich nicht, dass die nächsten 85 Kilometer verdammt einsam werden. Nach 50 Kilometer habe ich zu rationieren begonnen. Nur noch 2 kräftige Schlucke und nicht mehr gierig trinken. Dann 5 Kilometer fahren und wieder 2 Schlucke. Aus den 3 Litern wurden 2, dann einer, dann ein halber. Immer noch weit und breit keine Menschen oder Wasserhähne, nur Natur pur. Bei Kilometer 105 habe ich Durst wie nie zuvor. Die Wasserflasche entwickelt eine magische Anziehungskraft. Ihr zu widerstehen kostet mich wesentlich mehr Kraft als das Rad. Während einer Dehnpause fällt mir auf, dass der Reifen des Anhängers wieder fast platt ist. Großartig! Aufpumpen, weiterfahren und hoffen, dass die Luft nur langsam wieder ausgeht und der Zeltplatz noch in Betrieb ist, den ich in etwa 15 Kilometern erreichen müsste. Wenn das nicht der Fall sein sollte, muss ich mindestens noch weitere 25 Kilometer bis zum nächsten Zeltplatz fahren. Das nächste Lebensmittelgeschäft ist laut Karte sogar noch knapp 50 Kilometer entfernt. Mein mulmiges Gefühl steigert sich langsam zur aufkeimenden Panik. Der Zeltplatz ist nicht das Problem, aber das Wasser. Bei Kilometer 122 biegt eine kleine Sandstraße nach rechts ab. Auf einem Schild steht Jotard Landing. Nach weiteren 250 Metern stelle ich das Rad vor dem Office ab, stürme durch das Büro, direkt in den Laden, kaufe Wasser, Wasser, Wasser und trinke, trinke, trinke. Als mich die Welt wieder hat, erkläre ich der verdutzten Dame an der Rezeption die Situation. Yeah, sagt sie. Nothing and no one out there. You could die of thirst in the woods and nobody would find you for a month. There are some coyotes, though. Beruhigt, sehr beruhigt. Man kann hier übrigens nicht nur zelten, sondern auch kleine Holzhütten mieten. Was ich tue, weil die Zeltwiese erstens unter Wasser steht und zweitens für die Nacht und den folgenden Tag starke Regenfälle angekündigt sind. Die Wettervorhersage hatte recht. Und am nächsten Morgen bereite ich mich wieder einmal auf einen schönen und gemütlichen Regenradeltag vor. Etappenziel für heute: Vicksburg, Mississippi.